Und jetzt, liebe Freunde des gepflegten Tischfußballs, Mathes, ich gehe davon aus, du bist bereit. Da hinten flog gerade eine Münze in den Tisch. Jetzt ich spielt. Bin auf jeden Fall bereit. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses letzte Game des heutigen Tages. Auf das Finale bei der Leonhard WS im Open Singles. Und es ist eine schöne, runde Geschichte. Es ist so der aktuelle GOAT Tony Spreademan gegen den deutschen Topspieler Felix Dröse, der mal kurz von der Bildfläche verschwunden ist, Gott sei Dank wieder da ist und uns schon heute mit unglaublich schönem Spiel verzaubert hat. Und darauf dürft ihr euch jetzt freuen. Oh ja, das ist richtig gut. Für mich persönlich das so ein bisschen eine Wiederauflage. Das ist jetzt natürlich Felix Dröse und nicht Nico Wohlgemuth. 2019 gab es das Spiel Nico Wohlgemuth gegen Tony Spreademan hier im Finale. Für mich persönlich Dröse und Wohlgemuth irgendwie so ein bisschen auf einer Ebene. Und jetzt die Wiederauflage dahingehend. Tony darf wieder probieren, hier den Titel mitzunehmen. Felix hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Und startet hier direkt mit einem sehr, sehr wilden 2 auf 5. Und boah, direkt den ersten Ball catch ich Tony. Das ist das Erste, was ich anmerken muss. Die Catchiness. Alles das, was ich Tony frei aus dem Tisch holt. Die Bälle, die eigentlich nicht kontrolliert sind. Liegt alles bei Tony. Alles. Das ist so krass. Und das dürfte eine Riesenaufgabe für Felix Dröse werden, denn dieses 2 auf 5 ist so das, ja, haben wir gegen Janik Correa gesehen, mit das Beste, was es gibt. Und unheimlich schnell, technisch fein, mit gutem Auge. Aber wenn Tony da den Fuß in die Tür bekommt, dann wird es eng für Felix, weil darauf basiert schon viel von seinem Einzelspiel. Und Tony, frag mal kurz nach der Zeit nach. Auch interessant, um so ein Gespür zu bekommen. Wie viel habe ich noch? Oh, ich nehme das Timeout. 15 Sekunden hat er ja Zeit, um den Ball da aus dem Verteidigerbereich zu spielen. Stimmt, hier unten steht es einmal. Felix steht auf der gleichen Seite wie Nico damals. Die Shirtfarbe passt auch. Damals hatte Nico auch so ein farbiges Shirt an. Das ist tatsächlich gut. Danke für diesen Hinweis. Wow, und Tony macht genau das, wo er beim letzten Spiel aufgehört hat. Ganz viel Zug zum Tor aus allen Positionen. Der Chat spricht die Situation an, dass Nico Wohlgemuth, Hamburger Spieler, vor vier Jahren an gleicher Stelle stand. Auch gegenüber, oder Tony Spreademan gegenüber. Und damals hat es Tony geholt. Und da war er noch nicht im Leonhard-Training. Das im letzten Satz. Hammerspiel. Und ich glaube, das wird es auch wieder. Da gibt es wieder schönen Videocontent, den ihr auch real life gucken könnt, wenn ihr den Kanal abonniert. Also das ist empfehlenswert. Und Tony weiter mit der Dreierreihe. Heftig. Einfach on fire. Im Chat steht schon richtig on fire, dieser Tony. Felix. Und also was mir. Entschuldigung, du darfst fertig reden. Vor allem das Game auf der Fünferreihe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Beide haben eine super, super dominante und auch sehr, sehr schicke und extravagante Fünfer-Mittelfeldreihe. Und ich bin gespannt, wer die gewinnen wird. Ich schätze Tony, weil er einfach noch ein Stück dominanter ist. Aber wir werden sehen. Jetzt du. Jetzt ich. Boah, wieder der Links, der kam im Halbfinale schon so satt. Ich spar's mir für Timeout oder Satzpause. Okay. Weil da bei denen, das war fast zu erwarten, geht's derart zackig dahin. Wir hatten vorher bei den Damen ein defensiv geprägtes Spiel und hier ist einfach feuerfrei in der Offense unglaublich stark. Und der Spielstil beider passt zu dem, was ich sagen wollte, was mir bei beiden unheimlich gut gefällt. Sie sind schon so ein bisschen auch, sie haben so diese Straßenkickern auch drin. Und wenn ich Straßenkickern sage, dann meine ich schnelle Aktionen, intuitiv Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. Den Gegner überraschen. Ja, voll, da gibt es alle möglichen verschiedenen Variationen. Und das ist einfach unheimlich schön zu gucken. Und das ist für mich richtig attraktiver, schöner Tischfußballsport. Da bin ich Fan von. Definitiv. Das ist für uns auch einfach schön zu kommentieren, muss ich sagen. Es ist nicht ein standardisiertes Spiel mit zwei Pässen auf der Mittelreihe und dann einem Schuss auf der Stürmerreihe, sondern wir sehen hier ganz, ganz viele verschiedene abfeierbare Situationen und Aktionen. Es ist einfach. Und Magic Note hat es schon erkannt, ja. Ohne Zeitlupe keine Chance, den Ball zu sehen.
Guck doch morgen und übermorgen auch noch rein. Glaub mir, je mehr man zuguckt, desto mehr Kanalpunkte bekommt man, die man dann bei den Wetten verballern kann. Aber desto geschulter wird auch das Auge, so ein bisschen Eishockey-Style. Aber es stimmt schon, die sind schon richtig schnell unterwegs. Und da ist schon, boah, guck dir das an. Der Ball rollt Felix von der 3 weg und dann, was könnte ich machen? Klar, eine krasse Bande schießen über rechts. Oh, schade, ja, ja. Ich glaube, er ärgert sich, weil der Lupfer nicht fast sogar reingegangen ist. Und das ist ja, weißt du, bei Tony, das ist ja nicht mal so wirklich gezockt so, weil er jetzt wollte, dass das besonders schön ist, sondern er hat einfach gesehen, das könnte gehen und der Kopf sendet sofort praktisch an die Muskeln, mach das. Ja, 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 das ist einfach, ja, krass. Möglichkeit gesehen, sofort abgerufen aus dem Muskelgedächtnis. Ich habe jetzt hier Trick 527, willst du ihn abrufen? Ja, ab ja, geht's. Ja, genau. Und in einer Perfektion. Und alle Lämpchen sind theoretisch immer auf grün. Ja, genau. Das ist so schicki. Schick. Nein! Ah, ärgerlich, da ärgert er sich natürlich. Schnellaktion ja, gehalten. 4-3. Und bewundere ich aber auch bei Felix, dass er da trotzdem, er ärgert sich kurz, oder beziehungsweise das muss er schaffen. Er darf sich nicht ärgern. Er muss das Spiel genießen können, dann geht's. Ich habe ihn vorher schon leck. Oh Tor. Mio, das ist ja nicht zu fassen. Lässt sich da echt keine Zeit. Braucht's auch nicht. Einfach unglaublich, wie Toni hier wieder rüber mäht mit seinen ganzen Varianten und Skills. Absolut abgefahren. Ja. Echt und keine Zeit. Es gibt eine Vorschau, vielleicht da kann da jemand den Artikel droppen. Da gab es einen Vorbericht über die Bewerber und über die LeoWS im Allgemeinen. Toni ist jetzt richtig im Training seit seinem Umzug, trainiert jetzt auf Leonhard, hat im Kicks in Hamburg schon ein richtig krass besetztes Turnier, ein Einladungsturnier, sofort ausgeschossen mit Björn Hoffmann. Und dann hat er aber gesagt, dass er danach in Varna war, in Bulgarien auf Leo, und da war er überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Cocktails zu stark waren am Strand in Bulgarien oder ob er irgendwie ein bisschen zu sehr in Strand-Mode war. Weißt du, gegen wen er im Finale verloren hat? Im offenen Doppelfinale? Weißt du es? Gegen Felix Dröse. Gegen Felix Dröse und Yannick Hansen. Ja, ja, genau. Was für Geschichten. Und jetzt geil. Sehen sie sich wieder im Finale. Aber jetzt halt im Einzel. Es liegt also komplett in deren eigenen Händen, wie das hier ausgehen wird. Ja. Und da ist er, würde ich sagen, natürlich schon nochmal besonders schwer zu schlagen. 1100 Zuschauer. Aus eigener Kraft, ohne Promo. Richtig schön. Und jetzt Felix, come on. Wir haben jetzt irgendwie so geschwärmt die ganze Zeit, auch von Toni. Also man kann nur schwärmen für ihn. Aber im Endeffekt hole ich jetzt hier mal die Fankeule raus. Ja. Das ist auch einfach hau so. Hau ihn daneben, Toni. Hau ihn daneben. Das ist auch so schick, was Felix auf den Tisch bringen kann. Wirklich, jede Option ist einfach so schick. Und das einfach, ist ja, unglaublich. Eieieiei. Toni zieht gleich. Ja, aber was machst du da, wenn der so eine Dreierreihe hat? Du weißt, du musst jeden Ball durchlegen und schießen eigentlich. Auf jeden Fall darfst du dir keinen Druck machen, aber schön, den hast du irgendwie automatisch dann. Machst einfach so eine geile Sache. Was ist los? Ja, lass die Hände locker, Felix. Ah, komm, fall halt hinten rein, hey. Das ja. Fies. Und Toni, sehr fair, sehr fair. Toni will direkt wieder eine schnelle Aktion aufs Tor bringen. Ah, jetzt ist er drin. Schießt den Torhüter noch mit an. Ja, dann guckt euch den Gesichtsausdruck an. Ärgerlich. Ärgerlich. Wieder klasse Bilder aus der Regie. 2-1 Führung für Felix hier im zweiten Satz. So, und die haben wieder ganz zackig angefangen. Rechts 90 Grad diesen Schuss so schnell nach rechts auszulösen. Und dann im 90 Grad Winkel so abzufallen. Ist einfach bockstark. Vor allem in der Schnelligkeit. Lücke gesehen, Lücke genommen. Und hier haben wir einen Offensivfoul. Beim Passspielen hat Felix selber zu dir angeschlagen. Dadurch hat Toni mit der stehenden Figur an der Bande den Ball dreimal nicht fangen können. Dreimal Bande. Dreimal Bande was? Ja. Bei dem Pass, der Pass ans, der ist regulär. Ah, den sah für mich wie ein Offensivfoul aus. Nee, den darfst du, da darfst du auch gegen die Bande hart fahren. Na, wenn du an der Bande stehst, dann haust du da gegen die Bande. Und dann ja, außer du hebst wirklich den Tisch aus da der Da gibt es schon. Ah, Toni macht einfach und ja. Also, weiter. Wenn jemand schnelle Hände hat, dann Felix Dröse. Ja.
aber der Ball ist im Tor, da hat Felix noch nicht mal den Ball irgendwie, die Hände an der Stange. Jetzt faire Reaktion von Tony, gibt sofort den Ball zurück. What is with this pace? Also, jawohl, Felix. So. Das ist mal eine Bam. Schusskraft. Das ist eine Schusskraft. 3-3. Und jedes Mal, wenn wir zurückblenden, hat Tony den Ball schon wieder auf die Dreierreihe. Schießt alle Optionen das rechts, so links. Tight, was der schießt. Guck dir das an. Mit Tap noch davor. Absolut heftig. Boah, das ist einfach so krank. Dem ist das auch so Mattes. Egal. Ja. In dem Best-of-Five-Spiel, wenn ich gegen Tony Spreadman spiele, mit einer Hand, also er mit einer Hand. Wie viele Tore mache ich? Nicht viel. Wenn er mit einer Hand spielt, ja. Er kann sehr, sehr gut mit einer Hand spielen. Ja. Du schießt im Best of Five 4 Tore. Nice, geil. Stark, Bruno. Ja, so fun to watch. Können wir nicht auf Best of 7 erhöhen? Kann es die Turnierleitung kurzfristig beschließen? Meinst Bam, du? Stark, Felix. Come on, hol dir den. Da ist er. Ein Block. Ein Block, ein Block, ein Block. So, let's go, Felix. Ein Block. Timeout, oder? Ja, ein Block. Also, ansonsten hätte er schon lange wieder gespielt. Wieso? Es gibt sonst keinen Grund, dass Tony irgendwie sich mehr als 2 Sekunden Zeit lässt. Ja. Wow, 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 wow. Ja, hier geht's im Chat geht's auch richtig ab, Leute. Block schön, dass ihr alle ja, voll, da voll seid. Aktiv. Nice to have you all here in the chat. It's a pleasure. It's richtig geil. Macht richtig Spaß mit euch. If you want to see this stuff, all of this nice stuff, real life. Oh, Felix snackt give sich us hier up den and you can Ball. And come on, mach es. Ja. Und leg durch. Felix Dröse zum 1-1 Satzausgleich. Come on. Andere Deckung jetzt und der schlägt ein. Der ist drin. Ganz lang in die Ecke gezogen. Batsch. Was und für ein Tor. Und okay. Und jetzt interessante Situation. Da geht er kurz hinten im Bild raus. Sein Doppelpartner Jannik Hansen, mit dem hat er vor ein paar Jahren, 2019, im Doppel gewonnen, ja. Die Leo WS. Und der ist kurz bei einem Timeout in die Final Area gegangen. Eben, und Warner hat auch, Jannik und Felix haben die geschlagen, hast du erzählt. Der ist kurz in die Final Area gegangen und hat zu Felix gesagt, Felix, willst du was wissen? Das heißt, das ist immer so die Frage, bist du im Tunnel oder willst du gerade Input? Vorher wollte er keinen. Jetzt zwischen den Sätzen hat Felix gesagt, okay, Jannik, ja, zum Halten was. Ja. Und was empfiehlst du, die Hand reinlegen? Oder? Das tut doch weh. Ja, das machst du kein zweites Mal. Aber für einen Ball. Für einen Ball kann man mal machen. Du, ich habe echt keinen Plan, was man dagegen machen kann. Vielleicht mal einen Ticken mehr stehen bleiben, aber das ist mein klassischer Tipp zum Halten, weil ich bleib auch einfach stehen, einfach weil ich resigniere. Sounds like some Based Announcers? Is it like that? Biased? Was heißt das so? Wir sind parteiisch, ja. Wir We sind are. Parteiisch. Absolut. Das ist volle Überzeugung. Dafür ist unterhaltsam. Ah, oh, schade. Zeitfoul. 10 Sekunden überschritten. So. Jimmy Hussein ist auch da. Schön, dass du da bist. So, Let's macht Tony da weiter, wo er aufgehört go. Hat. Boah, schick. Einfach schick. Und das ist, glaube ich, mental auch unglaublich schwierig. Es ist auch so eine Situation. Lynn hat vorher, also die Einzelsiegerin der Damen, hat vorher immer wieder dieses Wort Mindset benutzt. Du darfst dich halt auch nicht verrückt machen lassen, dass du bei Tony auch einfach viele Bälle nicht hältst oder teilweise auch einfach gar nichts hältst. Das gehört dazu, sondern jeden, den du hältst, ist ein Bonuspunkt und wenn du so schießt, boah, irre. Der steht mit beiden Puppen in der Ecke. War der Deadman? Der war Deadman, Leute. Was? Das Replay bitte, das ist ein Was Clip für wert. Ein Ding, ey. Ah, Tony lässt sich auch überhaupt nicht beeinflussen, ne? Er schießt und schießt, es ist einfach
so. Ah nein, haben wir echt Internet? Krass. Haben wir Internet? Ah, bei dem Spiel, Leute, das ist so ärgerlich. Aber die ersten sind schon wieder da. Es geht weiter hier. Es geht weiter. 1500 Leute gucken zu. Boah, ihr seid crazy. Stark. Ihr seid so crazy. Toni wird gehalten. Toni wird gehalten. Jetzt gucken, was das links rum gebracht hat. 3-1, Toni Spreaderman. Das Spiel gewinnt Felix nicht so wie Lin über die Defensive. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Felix muss es über die Fünferreihe regeln. Irgendwie, auch wenn das das Schwerste ist, was es so gibt. Oh, da kommt der Deadman-Clip. Vielen Dank dafür. Anschlusstreffer, Felix Dröse. Stark, Junge. Super stark. Super, super stark. So, Timeout. Leute, wir sind 1500, die gerade... Also wir teilen uns den echten Raum. Da hinter uns leisten Leute jede Menge Kreativität und auch Schwerstarbeit. Sie spielen um einen Prestigetitel, sie spielen um 1000 Euro. Und wenn euch das gefällt, lasst gern ein Abo da, ein Sub. Das unterstützt uns, das weitermachen zu können. Und vor allem... ihr Newbies da draußen unter den 1500 Leuten, es sind ja praktisch 800 schon hier irgendwo im Obertal. Ui, oh, schicker Konter. Da ist er da. Sind ja 800 schon hier. Das bedeutet, da sind einige von euch nicht aus der Tischfußball-Community. Ihr dürft euch gern erkenntlich zeigen. Macht euch bemerkbar. Für euch machen wir das. Wir erklären gerne. Aber grundsätzlich dürft ihr euch einfach mal davon begeistern und anstecken lassen. Denn das ist High-Class-Kickern. Hi, so, und jetzt Doppelhai, Hai groß geschrieben. Das ist so krass, was die hier wieder auf den Tisch bringen. Und jetzt beginnt Felix zu halten. Timeout, wobei, also zu halten, wie ich vorher gesagt habe, er hat halt jetzt mal ein, zwei gehalten. Ja. Aber so wie Felix eben auf der Dreierreihe und auf der Fünferreihe performt, kann das schon reichen. Und das ist so bei diesem Spiel, dieses Matchup. Paar Bälle safen, paar Bälle blocken können reichen, weil alles andere, da haben sie die Offensivpower dazu. Die Offensivpower ist einfach so krass und ich finde auch hier das Zitat von Five Bar of Boredom einfach gut. Nico und Toni haben irgendwie denselben Skill oder dieselbe Catchiness, die schnellen Hände. Nur der Unterschied, Nico will spielen, Toni will töten. Es ist einfach so gut. Toni macht hier echt keine Gefangenen. Wurde aber gerade gehalten und Felix. Aber vielleicht ballert sich nicht. Aber zumindest Felix bindet ihm schon mal oder legt zumindest mal das Seil, bindet die erste Schlinge. Ja. So, Toni. Antwort ist ein massives Ding nach rechts lang. Starke Nummer. Also, ja, wie sollst du den halten? So, 4-4 und wieder ist es einfach ein Kopf-an-Kopf-Ding. So. Ball bleibt auf diese Fünferreihen sind ein Gedicht. Ja, das ist einfach so anderes. Schön mit anzusehen. Leute, guckt euch davon was ab, bitte. Ist einfach so gut. Und jetzt ist es, genau, es geht um einen Ball halten oder nicht. So, jetzt muss wieder ganz, ja, stark. Felix hält den Ball hinten fest, legt durch zur Fünferreihe. Die erste Hürde genommen, die zweite Hürde genommen. Jetzt von der 3. Die dritte Hürde, gibt es ein Timeout oder geht es direkt in einen Zug weiter? Schade. Richtig schöner Spielzug wäre das gewesen. Ja, definitiv. Aber guck dir das an. Das sind jetzt schon so circa 30 Sekunden, wo Toni einfach keinen Ball unter Kontrolle hatte. Das musst du ihm erstmal geben. Es ist echt hier. Der Satz hängt am seidenen Faden. Wie kannst du da so cool bleiben in dem Moment? Ja. Ich würde einfach zittern. So ein krasser Pass hinten raus. Oh, und Toni bleibt dabei, schnelle Nummer, wieso auch nicht. Das ist einfach so krass. Auch schicker Pass. Irre, danke fürs Abo. Toni hier Long wirklich super schnell unterwegs. Wenn er den Satz so wegsnacken kann, geschenkt. Und, yeah! Und er macht es genauso, weil er diesen einen Block mehr fährt als Felix. Es ist unfassbar. Mit dem Wurfkurbler. Und Felix sieht's. Felix wusste es. Nein. Aber er ist zu schnell. Oh. Er ist zu schnell.
hat zwei Satzbälle vorne, schießt sie nicht, legt sich die Bälle da durch die Gegend, kriegt einen Block von 2 auf 5 und dann den Kobler. Den hat er sich von Todd abgeguckt. Das glaube ich allerdings auch. Todd aktuell der Wurfkobler. Der Wurfkobler-König. König in den Vereinigten Staaten, glaube ich. Und auch einer meiner Favorites. Schon ein schönes Teil. Ja. Haben wir gestern von Amy McDonald im Nations Cup bei den österreichischen Damen gesehen. Sehr oft gesehen. Schön, dass er, der darf auch nicht aussterben. Das Kulturgut, der Wurfkobler. Der Kurfwurbler. Ups. Randale. Fällt was neben uns herunter. Das war wahrscheinlich ein Stresstest, ob wir darauf reagieren. Ja, tun wir. Wahrscheinlich der Chat hat es überhaupt nicht mitbekommen. Nee. Aber neben uns ist kurz ein Elektronikgerät runtergefallen. So, Mathis. Er war so nah dran. Er war so nah dran, Felix. So, jetzt Felix. Jetzt alles rein. Der Satz jetzt, um in den letzten zu kommen. Es ist einfach so schön zuzugucken, Emma. Wenn man nicht gerade rumschreit und eskalieren muss, irgendwie ist es einfach so schön zuzugucken. Eskalieren muss? Diese Feinheit. Wir eskalieren einfach. Oh, dann ist die Bande zu. Erstes Feld zu, dann Bande. Ja. Kantenpass. There's no key seat. Boah, stark rausgefahren. Und selbst, der wäre schon fast wieder von Puppe an die Bande und ins Tor rein, aber Felix reagiert überragend mit dem Goalie. So, noch schneller, noch schneller. Absolut diese heftig. Technik mit der linken absolut Hand, heftig. Leute, mit der linken Hand diese Technik da durchzuballern. Was ist los mit dir, hey? Schickes Pässchen wieder. Abartig fix. Und hey, schön, dass du da bist, Tony. Ich kann es nur sagen, schön, dass du da bist, Tony, weil das ist Tischfußball und man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, so im, vor allem im deutschen Raum, dass sich krass dieses analytische, dieses ganz strategische, langsame, also fast Schach einfach in diese Slowness durchsetzt und so Role Models wie Felix und Tony das sind, da kann man sich was abgucken. Das ist echt eine schicke Nummer. Ein Ding. Das muss man wirklich sagen. Oh, was ein Catch da hinten im Tor von Felix Drüse. Auf der Tribüne sind immer wieder, sie sind zwar schweigsam aus Spannung und da sind auch viele müde Gesichter dabei, aber ständig reißt es den Leuten die Augenbrauen hoch, was sie da sehen. Felix wird jetzt hier leicht ist das schick gehalten da. Einfach in der Mitte. Ja, genau so. Da kommt auch die Faust. Auf geht's, Felix. Kann den Pass wieder nicht sauber durchlegen. Ich würde behaupten... Boah, Slingversuch. Ja, ich behaupte es lieber nicht. Und Toni probiert's weiter mit schnellen Aktionen hinten raus. Toni will ins Bett, so wie er abgeht. Mann, er snackt sich hier schon wieder in zwei. Das tut immer so weh, wenn man sich da so einen Ball snackt. Und einfach so Bälle vor Free auf und rein. Nach rechts lang. Ballert das Ding nach rechts rein. Und der funktioniert. Ganz spannend jetzt. Es ist richtig laut geworden in der Halle, weil krasser Regen einsetzt. Ob die beiden das mitbekommen, ich kann es mir kaum vorstellen. Die sind so im Fokus und im Tunnel. So, jetzt muss er aufpassen, dass es ihm nicht davonläuft. Brutal. 3:0 im Matchset. Ja. Timeout. Tony. Würde Spurman. Ein Trainer rufen, würde das? Lauf stoppen, Flow raus. Bitte Leute. Felix, jetzt. Come on, jetzt. Werf die Hände an. Auf geht's, komm. Come on. Ja, yes, genau da, so nämlich. Come Let's on. Go. Du hast die Hände, um dieses Spiel zu entscheiden. Auf geht's. Brut, also es ist ja irre. Einfach es ist ja einfach nur irre. Unglaublich, was der da schießt. Tapping links einmal komplett durchs Vor. Also es ist Matchball, Tony Spreaderman und guck, wie der on fire ist. Der ist ja heftig auf Adrenalin. Aber das beschreibt, das mag ich so gern. Also sau sympathischer, angenehmer Typ und trotzdem, der kommt hierher und hat genau eins im Sinn. Der will dieses Turnier ausschießen. Und nichts anderes. Und dazwischen gibt es einfach nichts. Und das strahlt er komplett aus mit jeder Phase seines Körpers. Das ist einfach abgefahren, was Toni hier zeigt. Das ist einfach und diese beiden
super lässigen Lifestyle-Kicker-Jungs. Also das ist so, ich würde es mit Skaten vergleichen. Das ist so ein was ganz Eigenes, was die da auf die Beine stellen. Und speziell Tony aktuell. Tony springt gleich auf den Tisch, ja. Das ist so krass. Ja. Wow. Tony, absolutely insane. Das ist so stark, was der hier für Aktionen zeigt. Das ist auch einfach viel zu schnell, um da jetzt die Analyse für Analyse zu bringen. Das ist unmöglich. Man kann einfach nur staunen. Jede einzelne Aktion. Ihr könnt euch das Spiel sowieso angucken, so oft ihr wollt mit dem Abonnement des Kanals. Macht das. Wir fiebern mit. Pass for Tony Spiderman. Nicht. Oh. Ist es nicht. So, und jetzt Felix. Was wäre das für eine Geschichte, wenn der da jetzt zurückkommt? Sauberer Pass. Und vielleicht hilft ihm das jetzt. Hey Felix, jetzt kannst du spielen, als hättest du einfach rein gar nichts zu verlieren. Jetzt lass fliegen. Sauberer Pass. Jetzt kannst du nur noch gewinnen. Jetzt alles nehmen, was kommt. Alles. Bam, stark. Come on. Super stark. Schritt Nummer 1. Es würde einem kleinen Kickerwunder gleichen, definitiv. Oh, Stick Pass. Schöner Pass. Ich warte noch auf den Schweißer. 140 km, ja. Sensationell. So, und Toni, Matchball auf der 3. Wird gehalten und nochmal nachträglich rausgefahren. Und wie der Schiedsrichter mit so viel Wucht, dass man ständig beschäftigt sich, also praktisch das Nachfassen noch. Und auch da hat ihn Felix wieder. Schicker Pass auch hier. Schicker Pass auch hier. Anerkennendes Nicken von Toni. Und jetzt Felix. Bam! Oh, shit. Dreierreihe funktioniert. 3-4. Ein Tor fehlt noch zur Verlängerung. Wahnsinn. Und die Tribüne ist auch am Start. Bande. Timeout. Ah, 2-1, sorry. Ich war schon ein bisschen... Ach so, ja. Okay, ich muss mich umstellen. Was musst du dich umstellen? Ja, ich war auf 2-2, ich war schon im finalen Satz. Nein. Ist noch nicht so weit. So, jetzt muss ich erstmal einen abwehren. So. Nein, über Umwege. Ball bei Toni, Matchball. Gehalten. Jetzt, also so guter, ist ein guter Zeitpunkt, die Defense anzuschmeißen, aber so richtig. Nein. Und so endete Satz Nummer 3, endet so auch Satz Nummer 4. Das ist der die Bälle alle. So, jetzt kommt was crazy. Der crazy Nummer. Alter Schwede, Felix fängt jetzt an, hier komm, Timeout. Zu blocken. Kriegt den Ball auf die Fünferreihe. Ist das krass. Boah, come on, hau den rein, Junge. Das ist insane. Was ist das? Bam! Glückwunsch, auf geht's, komm, let's go. Auf geht's, Lucky Ball. One more. Und jetzt komm. Toni hier mit dem Matchball und legt ihn nicht ordentlich durch. Wir wollen 5 Stück. Ball bei Felix. Oh, das ist so stark von Toni. So stark. Den bei sich zu behalten. Super. Das ist unglaublich. Das ist ja Wahnsinn. Wie der hält jetzt. Nein! Was hat er getan? Boah, und alle. Was hat er getan? Ich weiß es alle nicht. Alle auf der Tribüne. Es war nicht gut. Und jetzt ist Tony Spiderman am Ziel angekommen und holt sich. Congratulations. Respekt an die beiden Jungs. What a nice game from Tony Spiderman. Wow! Absolutely insane. Abgefahren. Krass. Was ein Comeback von Felix, aber... Nein, ich hätte so gern, ich war ja gedanklich schon im 5. Satz. Ah, wir waren so nah dran. Respekt an die beiden Kollegen. Hey. Alter Schwede, ein 4-1 so krank aufgeholt. Was ein abgefahrenes Game. Und jetzt Leute, seid mal ehrlich. Für alle, die neu dazugekommen sind, die neu im Tischfußball-Biss sind, für alle, die schon ewig gucken...
bitte mal kurz in den Chat, wie fandet ihr das denn? Wie fandet ihr das eigentlich? Boah. Das erstmal aufsaugen, das ist einfach so krass, was die beiden hier wieder auf den Tisch gebracht haben. Bruno ist total von der Reihe, es ist unglaublich. Gute Nacht. Eieieiei. Leute, wir versuchen euch hier das Beste vom Besten zu liefern. Ich glaube, dieses Spiel hat echt alles geliefert, was dem Ganzen gerecht wird. Und das ist einfach so abgefahren. Hey Leute, wenn ihr Bock habt, das, was wir heute hier gezeigt haben, oder dass wir das euch in der Qualität gezeigt haben, dass wir euch teilhaben lassen an diesem sensationellen Kicker-Match, und da waren mehrere dabei, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Sub da. Ich glaube, wenn jetzt nochmal alle hier hart reinsubben und abonnieren, dann gibt es nochmal irgendwie so eine Überraschungsbox und die könnten wir gut gebrauchen. Dann gibt es Ceremony und dann gibt es Interview mit Tony, hoffentlich. Mathis, wie sicher bist du Englisch? Bei mir ist immer so phasenweise. Ja, ich krieg's hin, glaube ich. Ja, ich, hättest du Bock auch? Ich müsste mir ein paar Fragen zurechtlegen, aber ja, naja, Tony im Stream hier. Also, ich würde es schon machen. Leute, mein Englisch ist nicht das Beste, aber für euch, ihr habt es euch alle gewünscht. Ich würde mich probieren hier. Ansonsten, denkt euch Fragen aus, damit ihr die gleich in den Chat hauen könnt. Dann können wir nämlich auch ein bisschen interaktiv hier das Interview gestalten und euch auch mit einbeziehen. Ich glaube, das wird dem Ganzen auch gerecht. Wow. Wie kann man zappen? Wie macht man das? irgendwas drücken, oder? Ja, ich glaube, da gibt es irgendwo so einen Knopf. Subscribe. Da merkst du, Alter, dann hast du uns jetzt komplett am falschen Fuß erwischt. Haut doch mal richtig Subs rein, Leute. Wie geht das? Kann das jemand erklären? Guckt euch diese Replays an, prima Regie, an, ja, danke. Hey, pff, das genießt, ist so enjoy. Abgefahren. Oh. So, Open Singles Category of the Leonard World Series in 2023. And on the third place, we have Yannick Correa. And on the second place, after a very awesome and exciting final, Felix Dröse. And one of the greatest of all times made it to the first place after a very exhausting open singles tournament here in in Obertal. So the first place goes to Tony Spreadman. And a big applause to the open singles winners of the 2023 World Series of Leonard and I. Abends noch ein kleines Interview mit Tony Spreadman. Und der Chat versteht's gut. Congratulations. Thank you. Well done, well done. That's your microphone. That's good. That's good. That's good. Hey Tony, you're looking good with the gold medal. Can you describe what your feelings are now? I'm feeling good with the gold medal. I'm feeling really good, especially because I worked really, really, really hard for this. The first time that I came here for the Leonhardt Worlds, I did a near wall brush and maybe surprised a few people, but it really wasn't my style of game. It wasn't the way that I'm used to playing foosball. I moved to Romania, I'm in Europe, about 3 months ago, and I got a Leonhardt at the house, and I wanted to play foosball the way that I like to. Like, I play on Tornado. This style makes sense to me. It's
speed and power and a little, it's just easier for me to read holes this way. I've played a bunch of tournaments in Europe. We went to Poland, we went to Varna, we went to Kix in Hamburg. And my last tournament in Varna, I really struggled. I had problems on the five bar, and Felix was one of the problems. And he's amazing, he's really so good. But what it did is it forced me to look at my weaknesses, and there wasn't much time. We played last week, but within 3 days, I played about 17 hours against all the local Romanian players. So this is really special for me for the simple fact that I put in a lot of effort, and I wanted to prove to everybody that I can be a multi-table player, not just a tornado player. So. That's right, that's right. For me, it looks like you transformed, or you took the best out of your tornado game and the best out of the Leonard like standard game, put it together and make your own style for the table. It looks really, really impressive. Everyone was like cheering for you in the stream. There are some comments like, we were cheering for the other side, of course, but you did a very, very good job. It was really exciting to watch you. It's a second title, right? Second Leonard title? Yes. Leo Birds. This is the second time I've been here. And yeah. Yeah, the second time I've been here, and I've been fortunate enough to make it happen twice. So, like I said, I couldn't be happier. As far as the five bar goes, again, I can't do everything completely tornado style. So I kind of went with a hybrid with brushes and some middleman passes. And there's still more to come. I have a lot more options that I've been working on. And I just, they weren't ready to be put in the arsenal this weekend. But I plan to make Landhart my exclusive table at this point. So I'm going to be putting in a lot of time and hopefully getting a lot better. And I need a lot of work defensively as well. So I'm still learning. I'm really still learning. So this is the exciting thing, because I haven't had to practice foosball in a very long time. I was so comfortable on tornado. So I'm very motivated and very happy. 1.5K. People in the chat, in the stream, saw your play, your game, and in their names also, thank you for this style of playing. It's really nice to have you here, because this style, you're a good role model for playing table soccer in this style, in powerful, something like that. Really nice. Thank you. Thank you. And for me, that's the beauty of foosball. There's no one way to play it and be successful. It's an art, and we can all play it our own ways and express ourselves different ways. And like I said, this is why I made the switch, and this is the way that I love to play foosball and the way that I know. So thank you. Nice. Another questions. First, I think your playing style is like domination, really much domination. Where do you want to go with that style? Like, what's the goal with that? First, and second, did you cut your hair on purpose for getting a style? Can you rephrase the question? What do you mean domination? I'm not 100% sure what you mean. Like it's authority on the table. Like you are the man. You are the MVP on the table. Yeah, you know? Yeah. I don't do it for that reason. The way that my mind works, it's very black and white. And with a stick series, lane and wall, it's very simple. It's very simple. There's not much as far as fakes or hitches. So my mind reacts and reads it very well. And I've been doing it for a very long time. It's not about authority or trying to be anything. It just makes sense. And I use speed to attack a hole and get people stuck to that wall. And then once they're stuck there, you build off of it, right? So it's really simple, actually. The execution's the hard part, and that's what takes a lot of hours. So, and the haircut, I'm getting old, and it was getting really thin and shitty, and it didn't look good. Let's be honest, right? And I got a, yeah, it didn't look great. So I had to clean up my act and grow up a little bit.
Not too much, though. See. So. All right. Thank you. Thank you very much for this great performance. We are looking forward to your performance tomorrow. Good luck for the rest of the days. And yeah, we will see you again, most likely. Thank you guys very much. And great production, too. Very good. This is amazing. Thank you very much. Thank you very much. Alter, wie geil finde ich Leute, die einfach irgendwas machen, um nicht ihr Ego zu bedienen, um der Großartigste zu sein, um sich auf irgendwo irgendwas draufschreiben können, sondern einfach nur der Sache wegen. Und er hat es gesagt, für mich war das Stichwort, es ist Kunst für ihn. Und die betreibt ihr. Und ich glaube, mehr Worte gilt es gar nicht zu verschwenden. Das waren, es waren besondere Spiele. Es war dieser Abschluss sehr besonders für mich. Mathis, es war schön, das mit dir zu teilen. Ich bin wirklich so selig jetzt tatsächlich. Ein großer Moment, echt. Ebenso. Und auch das jetzt mit dem Interview, starke Nummer. Mega schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt morgen wieder einschalten. Ab 10 Uhr läuft der Stream vom Final Table. Ab 19.45 Uhr ist der Livestream on Air bei Fußball TV. Dann geht es in der Qualität, die wir heute geliefert haben, wieder zur Sache. Wem das gefällt, jetzt nochmal die Möglichkeit Sub und Abonnement. Dann könnt ihr Real Life gucken und einfach als Wertschätzung für uns. Ich glaube, wir haben es wieder gut gemacht. Oder? Ich bin bisher zufrieden, aber ja, voll. Gebt uns Feedback, Leute. Wir können leider nicht mehr den Felix hier in den Stream holen. Es ist leider keine Zeit mehr dafür übrig, von daher. Schicht im Schacht. Alle sind froh, dass es so zügig durchgegangen ist. Es waren so viele Leute heute. Unglaubliche Leistung auch der Turnierleitung, muss man zum Schluss noch sagen. Dieses Turnier mit so einer Riesenanzahl an Teilnehmern auf 110 Tischen so durchzuboxen, dass wir nacheinander die Spiele übertragen können und um 11:30, 11:55 jetzt aus der Halle gehen. Allerhöchstes Kompliment an alle, die da heute mitgeholfen haben. Ein wirklich schöner Tag. So ist es. Vielen Dank an alle. Gute Nacht. Schlaft schön. Bis morgen. Geile Spiele warten auf uns. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.